Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Cusqueño strebt danach, Mr. Supranational Peru 2024 zu werden und uns in Polen zu vertreten. Nicolás Ortega, ein 22-jähriger junger Mann, möchte im nächsten Wettbewerb Mr. Supranational Peru werden, ein Wettbewerb, der von niemand Geringerem als Jessica Newton geleitet wird. Ihr Ziel ist es, die Farben unseres Landes zu tragen, und obwohl Schönheit zählt, ist es ihr Ziel, die Farben unseres Landes hervorzuheben. Dieser junge Mann ist alles andere als ein Junge, der die Aufmerksamkeit junger Mädchen auf sich zieht. Er ist 22 Jahre alt, stammt aus Cusio, betreibt aber einen Viehzuchtbetrieb im Cusco-Tal und stellt sein Fachwissen dem Hotelunternehmen seiner Familie zur Verfügung. Industrie. Ich möchte mein Land vertreten, weil mir klar ist, dass der Tourismus eine großartige Investitionsquelle für meine Landsleute ist. Als gebürtiger Cusco möchte ich das Beste für mein Volk, sagt der Junge, der auch ein Fan von Muay Thai ist. Aus diesem Grund ist es sein großes Ziel, unser Land in Polen zu vertreten. Es verfügt über die notwendigen Instrumente, um unsere Gastronomie, unseren Tourismus und unsere Naturschönheiten zu fördern. Damit möchte der Kandidat für den Titel Mr. Supranational Peru 2024 zum Vorbild für viele junge Menschen werden, die ihre Träume verwirklichen wollen. Ich möchte Menschen und insbesondere Jugendliche dazu inspirieren, ihre Ziele zu erreichen und die beste Version ihrer selbst zu sein, schloss er. Auf diese Weise ebnet die von Jessica Newton geleitete Veranstaltung den Weg für die Vertretung unseres Landes beim Mr. Supranational, der jedes Jahr in Polen stattfindet. In seinem jungen Alter ist Ortega Wirtschaftsingenieur und betreibt neben seiner Arbeit im Hotelbetrieb seiner Familie einen eigenen Viehzuchtbetrieb im Cusco-Tal. Eine seiner Leidenschaften ist der Sport, da er ein großer Muay Thai-Fan ist. Für mich ist es eine Ehre und eine Quelle des Glücks, mein geliebtes Cusco bei diesem Wettbewerb zu vertreten. Ich bereite mich darauf vor, alles zu geben und mein Land wohlbehalten zu verlassen, kommentierte Nicolás Ortega. Damit möchte der Kandidat für den Titel Mr. Supranational Peru 2024 zum Vorbild für viele junge Menschen werden, die ihre Träume verwirklichen wollen. Ich möchte Menschen und insbesondere Jugendliche dazu inspirieren, ihre Ziele zu erreichen und die beste Version ihrer selbst zu sein, fügt er hinzu. Nicolás ist 1,90 groß, er ist ein Liebhaber der Natur, Abenteuer und Kontaktsportarten sowie ein disziplinierter Profi. Sein Ziel ist es, den nationalen Wettbewerb zu gewinnen und Peru in Polen zu vertreten, ein Wettbewerb, der bald stattfinden wird, und auf diese Herausforderung hat er sich 8 Monate lang mit größtem Engagement vorbereitet. Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar und abonnieren Sie uns, um weiter zu wachsen und uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok zu folgen. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.